Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shin Megami Tensei 5. Ihr könnt eventuell schon sehen, dass ich seit dem letzten Mal ein bisschen gegrindet und neue Charaktere fusioniert habe, darunter auch den Dämonenkönig. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich sehr, sehr viel trainieren werde. Und das habe ich getan. Wir sind jetzt Level 75. Das sollte reichen, um hier eventuell durchzukommen. Ich weiß nicht, ob es bis zum Ende reicht. Ob ich nochmal grinden gehen muss. Ich hoffe nicht. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall stark genug sein, um zumindest den da oben zu klatschen. Ich habe nebenbei, das kann ich auch direkt zeigen, schon ein paar Mimons hier aufgelesen und bin hier rumgelaufen. Und da unten die Stelle, da will ich gleich auf jeden Fall hin, weil da ist der Chiron-Noob, der mir alle Mimans aufdeckt. Den habe ich tatsächlich offscreen schon gefunden. Hier waren übrigens 3-4 Mimans, aber finde ich jetzt nicht so wichtig, dass ich es nochmal extra zeigen wollte. Hier oben habe ich zum Beispiel einen gefunden, den habe ich mal gelassen, weil der scheiße versteckt war. Ja. Heute sollten wir diesen Boss klatschen können. Ich habe mir gemerkt, gegen was der schwach ist. Wir sind jetzt ein paar Level über ihm. Eigentlich müsste ich ihm jetzt so richtig schön saftig in den Hintern treten. Nebenbei, die Szene können wir überspringen. Die kennen wir schon vom letzten Mal. Du hast immer noch eine richtig krasse Kampfmusik. Aber dieses Mal sollte ich dich auf jeden Fall vernichten können. Vor allen Dingen, ich habe mir jetzt so krasse Viecher hier zusammengeholt. Über zwei von denen will ich auf jeden Fall auch mal eben kurz reden, nämlich diesen Melchizedek und Thor. Ich empfehle jedem, sich diese Leute zu craften, aus einem einfachen Grund. Die haben durchbohrende Aura und haben irre viel im Stärkewert. Die können die Mitamos one-hitten, wenn ihr einmal durchbohrende Aura einsetzt. Die one-hitten die wirklich. Und ein Thor ist zum einen stark im Donner und zum anderen, der hat generell auch einen schweren Angriff, der auch Resistenzen einfach ignoriert und durchbohrt. Das sind wirklich die Mitama-Killer. Ihr braucht nicht mal ein Fernrohr nutzen. Ich will das einfach nur an der Stelle mal erwähnen. So, wir sehen einen krassen Unterschied im Vergleich zum letzten Mal. Na gut, die Hydra jetzt nicht, aber der Rest. Die Hydra habe ich leider nicht gelevelt bekommen. Ich habe mich erstmal darauf konzentriert, mich und Tao auf jeden Fall hoch zu boosten. Weil sie will ich bis zum Ende dabei haben. So, Mandrake, Schale der Hygia. Ich habe auch so viele Sutras genutzt, wie irgendwie möglich war. Und abgesehen von den Boosterfähigkeiten für die Techniken, habe ich mir sämtliche Wunder gegönnt. So, du warst gegen Feuer schwach, ne? Ich mache einfach Cannabis-Schirm, weil du eh in den Nahkampf gehst. So, du warst auch stark im Nahkampf, ne? Ja, Magie bringt bei ihm gar nichts. Man merkt einfach einen deutlichen Unterschied im Vergleich zum letzten Mal. Weil da hatte ich, ich habe so viel rausgeschnitten, aber ich habe ihn innerhalb von 30 Minuten nicht down gekriegt. Ich war einfach viel zu underleveled letztes Mal. So, Tao darf direkt ihren Job machen. Ich habe übrigens noch zwei weitere Heiler irgendwo. In dem Status sollte der hier generell nicht weiter was machen. Gift ist nicht weiter schlimm. Wir machen mal die durchbohrende Aura, dann seht ihr einfach, wie stark das ist. So, die Hydra ist eigentlich auch gerade kampfunfähig. Eigentlich kann ich einen Proteinshake bei mir einsetzen, weil ich habe eh schon hier negative Sachen auf mir. Ach stimmt, bei der habe ich das gar nicht mehr drin. Ich habe übrigens auch eine Essenz gefunden, die Schale der Hygia hatte. Machen wir einfach einen Hitterschauer. Hätte ich direkt machen sollen. Der Giftsprüher juckt mich nicht so wirklich.
Vor allen Dingen, wenn du zwei Versuche brauchst. Sag mal, wie oft willst du mich noch vergiften? So, ich mach das bei mir jetzt einfach so, dass ich bei mir immer den Amrita-Schauer einsetze. Im Übrigen, ich habe höchstwahrscheinlich so den halben Kampf rausgeschnitten, weil ihr das ja so gesehen beim letzten Mal schon gesehen habt. Und der hat jetzt hauptsächlich nur den Giftsprüher und diesen Schlummerwirbel gemacht. Aber jetzt ist er auf jeden Fall tot. Und zwar durch Orochi. Hau ihn weg. Ah, so schön. Mein Nemesis vernichtet. Im Übrigen, guckt euch mal dieses krasse Vieh an. Dafür brauchte ich Level 71 für dieses krasse Etwas. Und ich weiß nicht mal, was es darstellen soll. Such strength. Bei dir war wirklich einfach nur nervig, dass du die ganze Zeit diese Statuseffekte eingegeben hast. Das war's, was ich an dem einfach nur letztes Mal asozial fand. Okay, that's one key down, two more to go. The Imperium, otherwise known as the throne of these pillars, are known as austerity, benevolence. You have obtained the key to once. While it is true that a new ruler must be willing to hear the voices of his people, show no leniency, and expect none. Huh? What's with the face? Was denn? So ernst habe ich gar nicht geguckt. So, den kann ich jetzt herstellen. Und was ist das hier? Ich habe Angst, das zu drücken. Ich speichere erst und dann gucken wir einmal nach, was da ist. So, Leute, das habe ich jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich rausgeschnitten. Da oben, da konnte ich noch nicht rein. Da sagt mir das Teil, mein Level ist zu niedrig. Ich will jetzt aber auf jeden Fall diesen Chiron-Noob erstmal aktivieren da oben. Ich sollte auch genügend Geld haben. Aber wie gesagt, ich war halt einmal ausgehen hier. Deswegen weiß ich, dass er hier sitzt. Kannst du haben. So, jetzt wissen wir, wo alle Mimans sind. Und diese Info wird uns noch nützen. Guck mal, da oben habe ich direkt einen übersehen. Genau deswegen mache ich das. Damit ich ihn nicht mehr übersehen kann. Da habe ich auch einen übersehen. Es ist einfach lächerlich, wie stark man die übersehen kann. Und ihr seht, dass ich Glorie gesammelt habe. Ich warte aber mit der Glorie, bis wir die letzten Abszessen vernichtet haben. Weil momentan kann ich halt echt nur meine Fertigkeiten verbessern, was die Elementsachen angeht. Beispielsweise Schatten. Und das nützt mir halt nichts. So, ich weiß, dass hier in der Gegend auf jeden Fall noch was ist. Dass man hier jetzt lang kann. Da wartet auch eine Glorie auf mich, die ich holen will. Müssen ein 100er Paket sein. Die Viecher versuche ich jetzt einfach zu ignorieren. Aber ich finde das krass, dass ich noch einmal grinden geben muss. Ich habe schon übelst hart gegrindet, ne? Mit Evangelium zum einen. Also ich war nicht faul. Aber ab Level 70 ist es halt so hardcore mit dem Leveln. So, dich nehmen wir mit. Am besten ohne runterzufallen. Also um mal kurz hier auch auf diese Krieger zum Bichamonten einzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das drin gelassen habe. Aber diese drei Priesterkönige, die aussehen wie er. Die habe ich alle mal besiegt und ich habe irgendwo so ein spezielles Item bekommen. So ein Schwert der Könige. Das kann ich euch gleich auch direkt zeigen. Ich weiß halt leider nicht mehr, wo ich das eingesammelt habe.
Die wollen mir am Ende irgendwie helfen mit meinen Vorstellungen der neuen Welt. Wartet, jetzt kann ich euch ja zeigen. Nicht den Schlüssel der Stränge. Hier, Schwert des Fürsten. Das habe ich bekommen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich das hier hatte. Erinnert ihr euch noch an diesen riesigen Drachen, der im allerersten Gebiet war? Der war das. Den müsst ihr auf Level 70 ungefähr bekämpfen. Der gibt euch dann dieses Schwert. Saat des Lebens kriegt ihr übrigens, wenn ihr so um die 70% bei dem Mohn-Kompendium habt. Ich keine Ahnung, wofür das ist. So, von den Gebieten her würde ich tatsächlich sagen, lasst als nächstes da unten hingehen. So, hier habe ich übrigens schon einen Drachenlinienquell mir freigeschaltet. Der war schon beim letzten Mal zu sehen, aber ich habe den komischerweise einfach nicht mitgenommen. Und hier steht auch mein Lieblingsmönch. Hallihallöchen. Den Dämonenkönig haben wir vernichtet. Ohne Chaos kann es keine Ordnung geben. Das stimmt schon. Ein Elektrosutra werde ich bestimmt noch irgendwie brauchen. So, erstmal vernichten wir das Ding da hinten. Das machen wir heute noch fertig. Was schmeißt du mir denn entgegen? Das ist richtig nett, dass er mir so 5 Orochis vor die Nase knallt, den ich nicht ausweichen kann. Vor allen Dingen, wo wir ihn jetzt so bekämpfen. Ich bräuchte eigentlich nicht mal nachgucken, aber ich will diese Kompendiumsgeschichte hier haben. Vor allen Dingen, ich hab den in der stärkeren Version, ne? So. Thor, du darfst jetzt mal zeigen, was du kannst. So, dich muss ich auch austauschen gegen jemanden, der gut austeilen kann. Wen haben wir denn mit Elektroangriffen? Wie wäre es mit Zeph? Ein neuer Lieblingsdrache. Den habe ich offscreen schon ausprobiert, den lieben Zeph. Der ist auch sehr stark. So, und das kann eine Weile dauern. So, ich mach mal Klatschbonbon. Das verbessert nämlich alle. Das hat er, liebe Zeph. Wow, 66 Schaden. Du bist ja wirklich ein beeindruckender Gegner. Ich habe eine stärkere Version von dir in meinem eigenen Team. So, dann machen wir mal alles durchbohrend. Jetzt wirst du Schaden nehmen. So. Wir hauen da rein. Na gut, die nicht. Oder? Ne, wenn wir schon haben, sollten wir machen. Schaden ist Schaden. Ich glaube, es bringt mehr, wenn ich mit dem wilden Wirbelieb drauf hau. Ja, das sah doch schon viel saftiger aus. Okay, das war komplett lasch. Sie lasse ich mal verteidigen. Der Junge, der kann eh nix. Wir kämpfen in 66er Version von dem, den ich auf Level 77 einfach rase. So, der Höllenschuss macht, glaube ich, mehr Schaden, ne? Ja, der macht standardmäßig 420.
bleib beim Blitzanschlag. Ja, du willst Magatsui einsetzen, du wirst aber wahrscheinlich vorher sterben. Also ich habe jetzt hier auch wieder ein bisschen rausgeschnitten, weil der vom Prinzip her nur normalen Angriff gemacht hat. Aber es ist einfach geil, was für einen Unterschied das Level macht. Wie hart man den Gegner aber wegkriegt. So, du bringst überhaupt nichts im Kampf, du bist eigentlich nur als Nebenheilquelle da. So, was kriegen wir denn Schönes? Dämonische Fähigkeit und göttliche Fähigkeit. Und ein paar Meisterfähigkeiten. Auch für mehr kommt man hier also unten nicht hin. Okay. Ich sehe da direkt die Kiste links. Warte mal, warum nehme ich nicht einfach das hier? Und dann gucken wir uns diese Wunder mal an. Ich kann euch ja dann auch mal das Dämonen-Kompendium zeigen, aber ein Vieh, da tue ich einen schwarzen Balken drüber. Ich kann euch nicht erklären, genau warum ich da einen schwarzen Balken drüber tue. Aber hier seht ihr es. Wir haben noch so 7 Viecher vor uns, die man zusammenbasteln kann. Mara habe ich übrigens, also das war jetzt der über Mitra, den habe ich zensiert. Und da einen schwarzen Balken zumindest drüber getan. Guck, diesen Jikoken, da, den musste ich einmal bekämpfen. Wo ist der dritte? Und diesen Kokomoten. Die haben mir dann alle 3 so einen Schlüssel gegeben. So, der Wasuki? Der ist ja mega scheiße eigentlich. Was will der denn überhaupt, damit ich ihn haben kann? Meine Ananta. Ich finde, das ist auch wieder so genial, ne? Die Ananta, das ist ein Vieh, das ich einfach so gecraftet habe, ist auf 64 einfach krasser als der auf Level 76. Das ist so lächerlich. Und das war übrigens der Drache, den ich meinte. Den müsst ihr einmal bekämpfen, von ihm kriegt ihr dann das Schwert. So, ich wollte mir aber eigentlich die Wunder angucken. Genau deswegen. Ein weiterer Skillslot. Die dämonischen Fähigkeiten ist, dass ich dasselbe nochmal bei den Dämonen tun kann. Was ich auch noch tun werde. Aber vorher etwas, das unglaublich wichtig ist. Jetzt gönnen wir uns hier die Skills. Murakumo. Das werden wir uns beim nächsten Mal angucken. So, und diesen unbeugsamen Willen, den will ich mir auch einmal zufügen. Weil der verhindern kann, dass ich einen tödlichen Angriff erleide. Also der kann mich einmal retten. Deswegen will ich den auch drin haben. How is this? So, wie gesagt, Murakumo sehen wir uns beim nächsten Mal an. Den physischen Meister, den müsste ich mir eigentlich auch holen. Dann hätte ich physische Attacken auf 7. Ihr könnt ja jetzt auch so leicht drüber gucken, was ich mir hier gegönnt habe. Bei Feuerschaft und Doktrin habe ich alles. Und hier würde ich dann jetzt auch für heute Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Tschüss!